Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Sunstrike 4 mit dem Pacific War DLC. Ja, jetzt werden wir hier den Sturm auf dieses Flugfeld einleiten, hier kurz vor Singapur. Und wir haben unsere Truppen schon in die passenden Positionen erstmal hineingebracht, also von West, von Ost und von Süd. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen die Artillerie korrigieren. Ich möchte die noch ein bisschen näher ranbringen, damit die etwas weiter feuern kann. So richtig gefällt mir das nämlich noch nicht, weil ich würde gerne diesen Bereich ja auch noch unter Beschuss nehmen. Einfach nur, um zu wissen, dass da, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit, sage ich mal so, keine Panzerabwehrgeschütze mehr sind und wir die Offensive auch hier aus dem Süden mit unseren Panzern starten können. So, da haben wir noch ein Versorgungsfahrzeug. Genau, wir wollten unsere Panzer sowieso nochmal versorgen. Und vor allem, ist das voll aufgefüllt? Ja, das ist gut. Das heißt, die Panzer sind ja eigentlich schon. Na, vier bei den beiden, da werden wir mal nochmal nachrüsten. Ansonsten würde ich den Rest dann für die Artillerie nutzen. Also die, die unter 50 sind, die mal eben so ein bisschen auftanken. Das sind ja nur die zwei. Und er hier hinten. Die werden zwar nicht stehen bleiben, aber ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass wir die mal ein bisschen versorgen. Und damit haben wir das jetzt auch getan. Dann verlegst du nach hier hinten. Ich hoffe, du kommst da durch ohne. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. So, die Reichweite der Artillerie ist jetzt nun auch völlig zufriedenstellend. Besser geht's nicht. So, stell dich mal genau dahinter. Und dann wirst du hierhin feuern. Und du feuerst hierhin. Sehr schön. Das waren auch schon super Treffer. Dann werden wir hier nochmal so ein bisschen mit der. Nee, wisst ihr was? Wir gehen noch ein bisschen weiter hinten hin. Wir wissen ja, hier ist ein Panzerabwehrgeschütz. Entledigen wir uns doch dieses. Okay, ihr rückt schon mal langsam vor. Ihr dürft auch schon feuern, wenn ihr was seht. Und hier, da werden wir jetzt auch dafür sorgen. Alles klar. Die Geschütze sind noch nicht zerstört. So, das Geschütz. Sehr schön. Und hier haben wir auch noch ein Geschütz. Und hier wird sich jetzt mal um das gekümmert. Sehr schön. Weiter vorrücken. Oh, da scheinen Minen zu liegen. Na, da konnten wir jetzt natürlich nicht drauf achten. So. Und hier hinten haben wir auch nochmal Geschütze. Okay, ich habe gedacht, wir können vielleicht schnell mal das Geschütz hier ausschalten, aber das hat leider nicht funktioniert. Komm schon, unterstützen, Leute. Okay, hier oben. Angriff. So, wir haben. Ach, die zwei sind mit Ketten beschädigt, oder was? Hört mal auf zu feuern. Was ist hier oben noch? Ach, da ist nur noch so ein Transportfahrzeug. Ihnen ist heute
ein ehrenhafter Sieg über die abscheulichen britischen und australischen Truppen gelungen, Kommandant. Sie haben uns sehr lange nicht für eine Bedrohung gehalten. Und sehen Sie sie jetzt nur an. Ha! Sie rennen vollkommen kopflos zu ihrer Festung zurück, in der vergeblichen Hoffnung, dort vor der Macht der kaiserlich-japanischen Armee sicher zu sein. Okay, sehr schön. Ja, der Angriff jetzt am Ende, der hätte ein bisschen koordinierter laufen können. Das hat mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen, weil ich bei den beiden Flankentrupps dann auch vergessen hatte, das automatisch Feuern einzuschalten. Das war ein bisschen sehr blöde jetzt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben das Flugfeld eingenommen und das ist erstmal das, was zählt. 2 Sterne haben wir erhalten und ja, jetzt schauen wir uns mal. Ich glaube, es kommt jetzt noch ein Tagebucheintrag. Den schauen wir uns jetzt nochmal an. Ah, jetzt habe ich die eigenen Verluste nicht angeguckt. Seit Beginn des Krieges hat meine Einheit sich durch Malaya gekämpft und sich nur auf ein Ziel konzentriert. Die Insel Singapur, den wichtigsten Pazifikstützpunkt des britischen Empires. Die Briten fürchteten offensichtlich unser Eintreffen und zerstörten den Johor Causeway, die einzige Brücke zur Insel. So mussten wir bei unserem Angriff auf Landungsboote zurückgreifen. Etwa 4000 Soldaten bestiegen kurz vor Sonnenuntergang die Boote und ich querten im Schutz der Dunkelheit die 1 Meile lange Meerenge. Wir wollten am Sarimbun Beach landen, der von australischen Truppen verteidigt wurde. Sie sahen, wie unsere Boote sich dem Strand näherten und plötzlich wurde die Nacht von Geschützfeuer erhellt. Die Australier kämpften gut, doch ihre Verteidigung war zu dünn gesät und wir rückten weiter auf unser Hauptziel vor, dem Flugplatz von Tenga. Unsere neuen Flammpanzer unterstützten unseren Angriff und unser Vorstoß wurde unaufhaltsam. Wir schalteten alle Verteidiger aus, die uns im Weg standen und sicherten den Flugplatz problemlos. Für Admiral Yamamotos Marinestreitkräfte war ich in der Schlacht besonders dankbar. Ihre Bemühungen garantierten uns den Erfolg und waren uns eine große Hilfe, als wir uns landeinwärts vorkämpften. Die Australier haben große Rückschläge erlitten, während unsere Position unangefochten bleibt. Aber es gibt noch viel zu tun. Heute Abend landet im Nordosten mehr Verstärkung und es wird Zeit, dass wir erneut vorstoßen. Der Feind hat um Jurong herum eine neue Verteidigung errichtet. Die Überwindung dieses Hindernisses ist unser nächstes Ziel. Den Sieg wird uns keiner nehmen. Okay. Das zu diesem Tagebucheintrag. Sehr, sehr schön. Und ja, wir kommen damit aber zur nächsten Mission. Und zwar die 3. Mission der japanischen Kampagne, die Schlacht um Bataan. Noch nie was von gehört, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter. Um den Südwestpazifik zu kontrollieren, begann das japanische Kaiserreich am 7. Januar 1942 mit der Invasion der Philippinen, der letzten Inseln in der Region unter alliierter Kontrolle. Nachdem japanische Truppen im Norden und Süden der Hauptinsel Luzon gelandet waren, organisierten amerikanische und philippinische Streitkräfte ihre gemeinsame Verteidigung auf der gebirgigen Halbinsel Bataan. Aufgrund der schnellen und erfolgreichen Luftangriffe auf amerikanische Flugplätze konnten die Angreifer zunächst relativ ungehindert landen. Nach der Landung der Hauptstreitmacht begannen die Verteidiger jedoch mit dem Gegenangriff und versuchten die Nord- und Südfronten zu halten. Die unablässig vorrückenden Truppen Japans zwangen die Amerikaner und Philippiner zu einem taktischen Rückzug. Bald wurde das gesamte Gebiet jenseits der Halbinsel Bataan aufgegeben. Bataan selbst fiel am 9. April aufgrund von erbittertem Artilleriebeschuss, japanischen Verstärkungen und einem Mangel an Nachschub. Okay. Ja, da haben die ja schon ziemlich lange durchgehalten. Das ging ja Anfang Januar bis Anfang April, fast Mitte April, 4 Monate haben die Truppen auf den Philippinen durchgehalten. Okay. Normaler Schwierigkeitsgrad natürlich wieder. Und ja, wir landen jetzt wieder an. 2 neue Sterne, die wir nutzen können. Fahrzeugbesatzung überlebt die Zerstörung ihres Fahrzeugs immer. Das ist eigentlich ein ziemlich mächtiger Perk, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir
Das hier, zusätzliche Last für Torpedobomber und Taktikbomber. Ja, was nimmt man jetzt auf bei so einer Mission? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Verstärkte Sandsackbunker. So, wir. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in der Missionsbeschreibung, ist das ja der Angriff auf die Philippinen. Marinelehre, da würde ich wieder auf die Armeelehre gehen, tatsächlich. Und würde dann die gepanzerte Ausdauer mit dazu nehmen. Was hätten wir hier noch? Tarnung, aber dafür fehlt es uns an einem Stern. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Mehr als schief gehen kann es nicht. Erste Aufgabe ist es, unseren Panzerabwehrtrupp zu retten, der hinter den feindlichen Linien festsitzt. Danach müssen sie das Dorf einnehmen, das auf der einzigen möglichen Strecke für unsere Panzerdivision liegt. Dann müssen sie zwei Dörfer erobern, die die einzige amerikanische Versorgungslinie am Meer schützen. Okay, befreundeten Trupp retten, Anhöhe erobern und dann Dörfer erobern. Okay, wieder sehr, sehr viel Dschungel. Sehr viele Straßen. Das wird genauso eine Map wie in der letzten Mission. Schauen wir uns das mal genauer an. Bisher gelang es den Amerikanern und den Philippinern, die Insel zu verteidigen. Unsere zahlreichen Versuche, ihre Abwehr auf den Hügeln zu durchbrechen, schlugen alle fehl. Okay, ich denke mal, da das hier mehr oder weniger auf Zeit geht, werden wir hier mal kurz pausieren und gucken uns mal an, was hier auf uns zukommt. Also wir werden die schnell retten müssen. Das heißt, wir können nicht hier reinfahren oder reinmarschieren, weil hier, da werden Panzerabwehrkanonen, Flugabwehrgeschütze, Infanterie, alles Mögliche auf uns warten. Und so viele Truppen haben wir jetzt auch noch nicht. Hier ist Gott sei Dank ein, naja, ich sag mal, ausgebauter Trampelpfad. Hier haben wir auch einen Schützengraben, aber das sollte relativ schnell machbar sein. Okay, wir nehmen mal die Nummer 2. Das ist die Truppe hier, die schicken wir sofort mal hier rein. Und den Flammpanzer können wir da wahrscheinlich auch gebrauchen. Was haben wir hier noch? Panzerbrecher. Bin mir nicht sicher. Haben die dann Panzerbüchsen? Also um Panzer zu penetrieren? Oder. Ja, scheint so, ne? Ja, die haben auch relativ große Waffen am Mann. Okay, dann. Hier ein Sanitäter, der wird auch noch zur Gruppe 2 gehen. Oh, und da geht's schon los. Da haben wir auch schon einen leichten Panzer, der aber nicht bemannt ist. Pass auf. So, Feuer erwidern. Die Nummer 3. Ach, die wollten jetzt den Panzer. Das wollte ich jetzt ja doch nicht. So. Muss ich erstmal mit den Nummern wieder zurechtkommen hier. Und die Sanitäter schicken wir am besten auch direkt alle nach vorne hin. Nummer 2 ist das. Okay, dann geht mal weiter nach vorne. Und greift die mal an. Und vor allem der Flammpanzer, das ist ja Infanterie, Leute. Komm schon. So will ich das sehen. Sehr ordentlich. Und jetzt sag mir nicht, dass alle drei Sanitäter verwundet sind. Na, das ist ja ätzend.
alle drei Sanitäter. Ein Sanitäter ist gefallen, der andere wollte versuchen, ihn zu retten, ist dann auch gefallen und den dritten hatten genau dasselbe Schicksal ereilt. Ah, das ist ja total behämmert. Ja, müssen wir jetzt mit zurechtkommen. Das ist jetzt das, was uns verbleibt hier. Das ist jetzt so. Neu starten tun wir nicht. Okay. Dann versammelt euch mal hier. Lebt hier noch irgendeiner? Ja, da haben wir noch einen. Ein Gewehrschützen. Und hier die Sanitäter, die sterben jetzt nach und nach. Okay. Dann jetzt aber. Ja, man, da denkt man wirklich, man nimmt hier den leichteren Weg und dann... Das ist ja eine komplette, volle Kompanie, die hier gewartet hat. So, halten die Männer nur durch hier oben. Ja, sieht so aus. Weiter. So, hier wartet jetzt ein... Da kommt nochmal so eine Truppe. Aber hier hat unser Flammpanzer jetzt bewiesen, was er wert ist. Wahnsinn, stark. Wir gehen hier trotzdem jetzt mal mit der Infanterie vor. Weil wir nicht genau wissen, ob hier noch ein Geschütz auf uns wartet. Ja, komm. Nein, schießen! Och, Leute. So. Mensch, macht doch nicht, was ihr wollt, Leute. Okay, da haben wir Schützengraben aber ausgehoben. Ich weiß nicht, ob unsere Infanteristen durch das Feuer auch Schaden bekommen. Wahrscheinlich ja. Da kommen noch mehr. Und hier hinten, hier oben vermutlich, wartet auch noch Artillerie. Ich weiß nicht, ob das Mörser waren oder was. Sollten wir da jetzt mal mit dem Panzer hinfahren? Und schauen wir uns das mal kurz an. Ja, fantastisch. Da haben wir sie schon ausgeschaltet. Ihr fallt uns nicht in die Flanke. Und hier hinten haben wir aber auch noch was. Haltet ihr noch durch? Na, nicht mehr so wirklich. Habt ihr noch einen Sanitäter hier? Nee. Okay. Das machen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt erstmal unseren Truppen hier helfen. Und hoch da. Sehr schön. Aufklärer berichten, dass eine große Infanterieeinheit mit Panzerabwehrkanonen und sehr viel Sprengstoff eine Verteidigungsstellung in dem Dorf westlich von hier eingenommen hat. Sie blockiert unseren Panzerfahrzeugen eine sichere Durchfahrt nach Norden. Sie müssen das Dorf einnehmen, Kommandant. Anders werden wir keine Panzer zur bevorstehenden Belagerung schicken können. Zusätzliche Luftunterstützung ist verfügbar. Setzen Sie sie klug ein. Okay. Da sind noch welche im Wald. Rücken wir mal kurz vor, decken die auf. So, wie ist das jetzt hier? Müssen wir jetzt hier Truppen stehen lassen? Kommen die Feinde jetzt weiter aus dieser Richtung? Wir werden das mal kurz im Auge behalten. Und wir schauen aber mal, was haben wir denn jetzt hier noch bekommen. Wir haben einen Offizier, zwei Mörser, zwei MGs, die eingepackt werden können. Und pro Schützen, also sechs Schützen nochmal insgesamt. Okay, das ist doch ein bisschen was. Und von hier scheint... Tatsächlich, Leute. Da kommen echt weiter Soldaten.
Was auch immer die jetzt hier gerade vorhatten. Ja. Sollen wir jetzt unsere Truppen... Das ist ja total doof. Sollen wir unsere Truppen jetzt doch aufteilen? Ich hätte mir das jetzt schöner vorgestellt. Ja, da kommen weiterhin feindliche Soldaten. Und gar nicht mal wenige. Wir ziehen uns mal zurück. Wir haben ja schon wieder zwei Mann verloren. Und der Flammpanzer kommt hier nicht oben hin. Der muss rumfahren, um mir jetzt helfen zu können. Hier kann er auch nicht reinfahren, weil hier eine Blockade ist. Aber immerhin die Truppen ausgeschaltet. Okay, ich würde sagen, dann lassen wir den Flammpanzer doch lieber hier. Und nehmen das meiste der Infanterie mit. Was heißt das meiste? Die drei Schützen. Ich würde sagen... Die Mörser. Und noch den Offizier. Also die nehmen wir mit. Dann geht mal hier in Stellung. Und dann schauen wir uns das bei dem Dorf mal an. Weil das auch total blöd ist, den Flammenpanzer hier oben zurückzulassen, ne? Ich meine, wir haben aber auch immer noch Unterstützung aus der Luft. Okay. Schauen wir mal. Feuer wird eingestellt. Ach, sie meinen wahrscheinlich einfach nur das Dorf hier. Aber hier sind auch Feinde. Die sehen wir ja. Die werden wir so aber erledigen können. Und jetzt hier den Flammpanzer. Jetzt scheint hier nichts mehr zu kommen, ne? Es ist ja wie verhext. Okay, schicken wir den hier mal rum, aber auch nicht zu weit, weil wir wissen ja schon, dass hier Minen liegen. Und ihr zieht euch mal zurück. Kommt, 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 Bewegung, Bewegung, Bewegung. Hier hin. Vor allem, was soll der Flammpanzer gegen andere Panzer machen, ne? Da haben wir Gott sei Dank die Buchsenschützen. Jetzt kommen von da oben auch nochmal Amerikaner. Eieieiei, Leute. Na komm, drück mal vor. Okay, wir hätten jetzt tendenziell noch Flugabwehrlaster, die wir hätten einsetzen können, aber die machen jetzt ja nun auch nichts gegen den Panzer. Hm.
Ah, wir haben da aber auch nochmal Verstärkung bekommen, sehe ich jetzt gerade. Die habe ich noch gar nicht bemerkt. Haben unsere Panzerbüchsenschützen jetzt hier? Doch, die haben noch Munition. Okay, ihr bleibt dann jetzt einfach erstmal hier. Und hier scheint jetzt doch nichts mehr zu kommen. Dann gehen die drei Schützen auch nochmal mit hier hin. Feuer einstellen. Und dann werden wir jetzt hier die Verstärkung organisieren. Ach, verdammt, die habe ich nicht gesehen. Stand die schon länger da? Ärgerlich. Aber noch nicht in Gruppen eingeteilt. Okay, wir fahren die Panzer jetzt erstmal zur Seite. Ich möchte genau wissen, was wir hier haben. Hier sind auch noch mal Truppen drin. Und hier haben wir ein Reparaturfahrzeug. Okay. Fahren wir da auch hin. Okay, das ist ein Offizier, drei Sanitäter, zwei Mörser, nochmal drei Panzerbüchsenschützen und ansonsten Gewehrschützen bzw. drei MP-Schützen. Okay, das ist schon mal eine gute Gruppe. Die lassen wir auch so. Und hier, damit verstärken wir die Gruppe, die wir hier oben noch haben. Und dann gucken wir mal, dass wir die Minen jetzt hier erstmal wegkriegen. So, erstmal die Straße frei machen. So, war es das an Minen? Noch mehr? Da war noch eine. Okay, wir haben schon gehört. Da sind noch Amerikaner drin. Wir konnten noch nicht alle besiegen. Und vor allen Dingen wissen wir auch, dass da vorne noch ein Panzer ist. Wir werden mal unsere mittleren Panzer vorschicken. So, ihr beide. Du fährst mal hier hin. Den Flammpanzer, den behalten wir uns noch vor. Und haben wir noch die drei leichten Panzer für die Feuerunterstützung. So, ihr kundschaftet bitte nochmal. Hier scheint jetzt wirklich keiner mehr zu kommen. So, Offizier. Ach, Leute. Nein. Jetzt machen wir nicht dasselbe hier nochmal. Sanitäter bleiben zurück. Wir wissen, da ist noch ein anderer Panzer. Probieren es jetzt trotzdem mal. Vielleicht kriegen wir... Und da ist auch noch eine Mine. Versuchen Sie jetzt trotzdem mal, da den Schützengraben auszuräuchern. Na, geht auch nicht, weil wir dort ein Panzerabwehrgeschütz haben. Wir kommen da nicht ran. Maximal von dieser Seite nehmen wir die Gruppe 1 mal und gehen mal über die linke Seite. Ah, Leute, das ist wirklich schwer. Egal von welcher Seite man kommt, wir treffen echt auf eine Menge Infanterie und auch auf gut vorbereitete Stellungen. Die Mission ist kein Zuckerschlecken. Ich will auch nicht immer sofort die Flugzeuge dafür verbrauchen. So, ihr geht mal noch weiter nach hier hinten und dann überquert ihr die Straße. Ich rechne fast damit, dass hier jetzt auch amerikanische Infanterie drin ist.
So, super. Da ist keine Infanterie drin. Hier haben wir aber ein bisschen was. So, und hier können wir jetzt, ich hoffe, dass unsere Panzer weit genug schießen können, unsere Panzer nutzen, um... Ja, das funktioniert. Ich will aber nur das Geschütz haben, Leute. Sehr schön, das hat schon funktioniert. Dann macht er mal den Schützen weg. Sehr schön, Feuer einstellen. Ah, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der nicht in diesen Wald fahren kann. Und jetzt ist der da in den Wald gefahren. Ach, Mensch. Okay, nein, nicht alle Sanitäter. Versuch es nochmal. Ja, okay. Und ihr zurück. Zurück, 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 zurück. Da ist das Geschütz. Wir kommen nicht richtig ran. Wir müssen die Flugzeuge einsetzen. Es geht nicht anders. So, da kommt schon wieder der nächste... Panzer, wollte ich sagen. Da haben wir noch ein schweres MG. Jetzt können wir mit den Panzern vor. Hallo. Vorrücken. Sehr gut. Der Panzer ist auch zerstört. So, Flammenpanzer. Okay, damit haben wir die erste Verteidigungslinie. Mein Gott, Leute, das ist ja wirklich extrem schwierig hier. Das Gelände ist nicht wirklich zu unserem Vorteil. Und wenn es mal so aussieht, tja, dann rennen wir hier ganz schön schnell in eine Falle. Okay, hier müssen wir wirklich extrem vorsichtig vorgehen. Vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass ich mich in letzter Zeit irgendwie häufiger mal verklicke. Dass ich irgendwie Rechtsklick für Feuern drücken möchte. Aber die Soldaten dann trotzdem richtig reinlaufen, ohne zu schießen. Das ist extrem ungünstig. Ja, da muss ich mal drauf achten, dass das nicht so häufig passiert. Okay, wie dem auch sei, wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Und jetzt ist auch erstmal Pause mit Sudden Strike 4. Es wird voraussichtlich nächste Woche weitergehen, sage ich jetzt einfach mal, ohne auf den Feldherren TV Programmkalender zu gucken. Bitte schaut auf den Programmkalender, wenn ihr genau wissen wollt, wann es weitergeht. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder oder zu einem anderen Let's Play. Und bis dahin, bleibt gesund, euer Sammy. Ciao!